Willkommen zu einer zweiten Folge von Race the Sun. Zwergesel hat sich gewünscht, dass ich einen Weltreset zeige. Und wie ihr links oben seht, dauert es noch 5,5 Minuten, bis es soweit ist. Das sieht man allerdings leider nur direkt nach dem Sterben. Deswegen habe ich hier eine kurze Runde angefangen, bin direkt am Anfang gegen was gefahren. Und jetzt würde ich sagen, lege ich mal eine Runde los. Und wenn ich dann drauf gehe, dann kann ich noch eine kleine Runde fahren mit der neuen Welt. Ja, so sieht's aus. Wenn ihr keinen Bock mehr auf dieses Spiel habt, dann müsst ihr euch bei Zwergesel beschweren. Und vielleicht komme ich ja dazu, noch ein paar Elemente zu zeigen, die letztes Mal ein bisschen hinübergefallen sind oder hinten runtergefallen sind. Nämlich gibt es Portale. Und zwar nicht nur die Portale, die mich ans Ende des Levels bringen, sondern auch solche Portale, die mich in ein gänzlich anderes Level bringen. Die sind allerdings relativ selten. Und wie ihr seht, ich habe den großen Magneten an, deswegen kann ich mir auch die blauen Knubbel von da oben runterholen. Ohne oben zu sein. Der Radius ist da relativ groß. Und ja, jetzt bin ich nach links an der Wolke vorbei, aber nicht zu anderen hin. Eine Windmühle. Mit einem Booster. Yay! Das nehme ich doch gerne. Ja, ansonsten, also ich glaube, man erkennt es, es ist eine andere Welt als beim letzten Mal. Aber im Großen und Ganzen sind es halt eben doch die gleichen Elemente, nur halt anders sortiert, anders zusammengefügt. Zumindest hier am Anfang. Ich glaube, weiter hinten, später in den höheren Levels, gibt es dann noch ein bisschen mehr Variationen, weil dann in jedem weiteren Level ein weiteres Element dazu kommt, so ungefähr. Das wird ja auch schwieriger. Und dementsprechend gibt es dann, glaube ich, später sogar noch ein bisschen mehr Variationen. Aber auch hier vorne ist die Welt halt eben nicht immer gleich, sondern halt jeden Tag anders. Und das ist, auch wenn es im Rahmen der wenigen Möglichkeiten bleibt, trotzdem jeden Tag anders zu spielen, dieses Spiel. Ah, ich dachte, das reicht noch mit dem Sprung. Ah, noch 3 Minuten. Da muss ich jetzt noch 3 Minuten durchhalten. So, schau mal. Den würde ich gerne mitnehmen, den bist du am Anfang gleich. Und, also, nicht nur den einen, es sind ja 2 und den Sprung dann auch gleich. Aber ich kann mich ja hier mal ein bisschen umschauen. Ein bisschen nach links gehen. Mal gucken, was es hier so gibt. Mir scheint, das ist irgendwie genau das Gleiche, nur halt in Fahrtrichtung verschoben. So streifenartig sieht das aus. Das ist, was ich meine, so Streifen von hinten nach vorne, die sich dann von links nach rechts, die von links nach rechts wiederholt werden. Ich kürze das Ganze mal hier ein bisschen ab, wenn ich schon mal so ein Ding habe hier. Dann fliege ich mal auf die andere Seite der Wolke, um mal zu schauen, was es hier gibt. Hey, ein Booster! Den nehme ich doch gerne. Und ich hoffe ja auf ein Portal. Nicht so eins. Ein anderes hätte ich gerne. Ich weiß, die gibt es schon hier in der im zweiten Level, in der zweiten Region. Ich fahre hier sonst immer links, ich fahre mal rechts rum, vielleicht finde ich da eins. Aber nein. Nein! Ach, egal, komm, was soll's. Vielleicht bin ich ja im dritten eins. Im zweiten war jetzt auch irgendwie keins. Normalerweise, wenn da eins ist, dann können wir gleich noch eins. Also normalerweise sind da immer gleich mehrere von der Sorte. Wenn es da eins gibt, von daher ist die Annahme gar nicht mal so blöd, dass da gerade keins war in der Region. Nix da. Ich will ein Portal. Ich will das jetzt zeigen. So, Spiel. Tu mal das, was ich will. Hier unten waren die öfter auch mal, an der Stelle.
Ja, das reicht. Sehr gut. Nein, hier war leider auch keins. Na, was soll's. Vielleicht finde ich jetzt in der nächsten Region 1 und wenn nicht, dann werde ich wahrscheinlich eh nicht allzu lange durchhalten. Weil so Region 4 ist so ungefähr die Ecke, wo ich immer sterbe. 4 bis... ja, ab 4, sag ich mal, ab 4 sterbe ich immer. Ja, ne, wegen sowas. Wegen so einem Unsinn. Ah. Wegen der Hindernisse, wie gemein ist das denn? Naja, eigentlich nichts Neues, ich kenn's ja schon. Trotzdem. Hui, kein Portal. Ups. Na, ja, das war okay. Ich will ja eh hier. Der Weltreset dürfte schon durch sein. Oder zumindest gleich kommen. Ah, da ist eins. Haha, voll rein. Geschafft. Und jetzt bin ich in Joyride. For Truk. In Region 4, wie man sieht. Und es sieht hier ein wenig anders aus. Was? Ich verstehe nicht. Ein X-Wing. Sehr schön. Bei den ersten Mal war ich immer im, wie heißt das? In so einem Großrechner. Im Mainframe. Das war dann auch lustig. Ups. Ja. Ja, gut, ihr habt's gesehen. Das war dann auch lustig, weil da gab's halt so Leiterbahnen und so, weil dann die einzelnen Ströme geflossen sind, die einzelnen Pakete. Und wie ihr seht, seit 5 Minuten ist der Weltreset durch und deswegen laden wir das Ganze jetzt nochmal neu und dann seht ihr nochmal eine andere Welt. Und der Boost hier am Anfang dürfte weg sein und auch die Struktur am Anfang sieht hier anders aus. Und ja, ich glaube, diese Struktur hatten wir gerade nicht. Sieht aber so ein bisschen ähnlich aus wie bei der ersten Folge. Also so komplett neu ist es nicht. Ups. Es ist früher Morgen, ich darf unkonzentriert sein. Ich gebe mir Mühe. Ich kann jetzt hier nicht in der ersten Region sterben. Das geht ja nicht. Ich will ja schon auch die zweite und dritte und vielleicht auch die vierte zeigen. Und vielleicht, wenn es klappt, würde ich gerne sogar wieder in so ein Portal rein, um zu gucken, ob es jetzt ein anderes Level dahinter gibt. Aber diese Levels sind meiner Erfahrung nach immer ein bisschen schwieriger als die normalen. Alleine schon, weil sich die Grafik unterscheidet und nicht immer ganz klar ist, was ist jetzt ein Hindernis, wo kann ich jetzt durch, was tut hier was genau. Ui, ein Sprung. Aber auch hier seht ihr alles anders als vorher. Den will ich... Booster sind wichtig, um lange durchzuhalten. Aber das habe ich ja schon erklärt beim letzten Mal. Und mit diesem großen Magneten habe ich auch keine Probleme, diese Dinge einzusammeln. Naja, da habe ich jetzt einen verpasst. Was soll's? Yay! Nein! Das da! Oh, wie gemein! Das Vordere habe ich kaum gesehen. Vor dem Hinteren. Wie gemein, ey. Weil die Flächen so ähnlich sind. Ich glaube, das sind alles Hindernisse, oder? Was? Ich kann da durch? Hä? Gerade eben konnte ich da noch durch? Und jetzt geht's nicht mehr? Was? Kann ich auf die da drauf? Oh, sollte ich vielleicht, ne? Oder zumindest davor. Und auch dieser Level sieht anders aus als vorher. Oh, da will ich gleich mal durch. Das ist mir, ehrlich gesagt, ein bisschen zu anstrengend. Dieses Spiel lebt ja von... Oh, Aldrin. Ein Achievement. Dieses Spiel lebt ja von der Simplizität der Grafik. Und in diesem Level gerade eben war das definitiv nicht der Fall. Da war die Grafik nicht simpel. Ups, ich hatte ja nur 2, nicht 3. Na, was soll's. Ich will hier rüber der Wolke da vorne ausweichen.
falls ihr euch wundert, warum ich hier so stark nach rechts ziehe. Ups. Naja, komm, so kriege ich nur eine ab. Auch okay. Oder zwei vielleicht. Immerhin nicht den großen Wolkenteppich. Eine Wolke komme ich durch, auch ohne Batterie. Es gibt eine Batterie, damit man länger durchhält im Schatten. Aber die habe ich jetzt halt nicht. Das ist mir irgendwie nicht wert. Also ich finde, man kann da auch relativ gut ohne Batterie spielen. Das geht auch so ganz gut, dass man den Wolken so ein bisschen ausweicht. Und eine Wolke überlebt man ja auch ohne Batterie. Und wenn ein Booster kommt, wird die Batterie, die man dabei hat, ja wieder aufgefüllt. Also der Balken auf dem Rücken des Flugzeugs. Der wird ja wieder gefüllt, wenn man so einen Booster kriegt. Von daher brauche ich die Batterie nicht unbedingt. Selbst unter einer Wolkendecke kann man damit relativ gut längere Zeit fahren, wenn man Booster findet. Wenn man Booster findet. Und sie einsammelt natürlich. Deswegen der Magnet. Deswegen finde ich den Magneten wichtiger als die Batterie. Oh, das hier ist lustig. Es hat sowas von Todessternfahrt bei Star Wars. Ich hoffe, ihr kennt alle Star Wars. Schon gesagt, solche freien Sprünge, wie letztes Mal schon erklärt, versuche ich immer mitzunehmen, um ein bisschen Überblick zu schaffen. Oder einfach auch Hindernissen auszuweichen. Naja, das hat so mäßig geklappt. Aber gut, ich glaube, die Folge ist schon wieder an ihrem Ende angekommen, von der Länge her. Ihr habt jetzt beides gesehen, die alte Welt, die neue Welt. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt zu dem Spiel, dann schreibt mir einen Kommentar. Habe ich das da schon gezeigt? Ich weiß es nicht. Ich spiele einfach mal eine Runde. Das hier ist Apokalypse. Ich werde ihn nicht lange durchhalten. Ah! Sag ich doch. Apokalypse ist um einiges schwieriger als die normale Spielwelt. Da ist schon das erste Level, die erste Region. Ja! Ja, so viel dazu. Nee, lass mal. Keine Apokalypse. Das ist mir zu blöd. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ich konnte deine Frage jetzt beantworten, Zwergesel. Gut, tschüss.